Hallo Leute, willkommen zu einem längeren Video. Ich möchte heute mal meine Ausrüstung soweit fast komplett vorstellen. Kleidung und Rucksäcke und so weiter habe ich jetzt hier nicht drin, kann aber natürlich auch gerne bei Bedarf nochmal gezeigt werden. Und solch grobe Sachen, sag ich mal, wie eine Axt oder Spaten habe ich mir jetzt halt nicht aufs Bett gelegt, aber da denke ich mir, ist jetzt auch nicht so der Fokus drauf, weil man die Sachen halt doch eher selten braucht. Auf einer normalen Tour oder einem normalen Bushcraft-Tag. So. Ich habe es versucht, alles etwas zu ordnen. Ich glaube, es ist mir nicht gelungen. Aber ja, ich fange einfach vielleicht mal oben rechts an. Also, hier seht ihr, ich habe den normalen, das ist ein ganz normaler Aldi-Poncho. Da habe ich mir seitlich Bösen rangenietet, noch mit ein Stück Klebeband drunter und an jeder Seite, also an vier Ecken, 1,5 Meter Schnur von dieser Art, nennt sich Mini-Cord, Selflecht der Mini-Cord, habe ich mir mal von der Bootsmesse besorgt. Habe ich mir dran gemacht, da kann ich mich drunter bringen, meinen Rucksack oder halt als Unterschlupf, deswegen die Schnüre. Und ganz neu jetzt zu Weihnachten bekommen, eine Regatta Men's Trousers, die ist von Rüsthaus, vom Deutschen Pfadfinderbund, irgendwie so ein Laden. Auch ganz geil, habe ich bis jetzt aber auch noch nicht benutzt, muss ich zugeben. So, jetzt kommt so ein bisschen die Ecke, die ich geil finde, aber die ich nie benutze. Das ist zum einen mein Mugellarino, das habe ich ja nochmal modifiziert, ein bisschen umgeschliffen, dann habe ich eine selbstgenähte Scheide, die mir ganz gut gefällt, und einen Nackenriemen mit Polster und dementsprechend noch ein Light My Fire mit Striker und Fatwood an einem parallelen Stick sozusagen. Das kann man dann sich in die Hosentasche packen, daneben. Hier habe ich noch so einen Victorinox von meinem Patenonkel bekommen. Das hat wirklich fast alles, was es gibt, aber ich nehme es irgendwie nie mit, weil es mir irgendwie doch immer zu schade ist und weil ich das Lesek doch gar nicht brauche, weil diese ganzen Funktionen braucht man eigentlich nicht, wenn man ein stabiles Messer dabei hat. Wie gesagt, dieses Messer würde das eigentlich alles erfüllen, ist mir meistens aber wirklich ein bisschen zu schade und auch oft ziemlich schwer. Das ist wirklich eher so ein bisschen mein Ziermesser. So, hier habe ich die MT1C nochmal mit Packung, damit man es besser sieht. Das ist eine ultra helle Taschenlampe, die habe ich jetzt auch erst zu Weihnachten bekommen. Also sie ist wirklich schon heftig. Also wenn man da draußen im Garten leuchtet bei Nacht, hat man schon ordentlich was zu sehen. So, ich halte mich jetzt auch mal ein bisschen kurz. So, jetzt kommt so ein bisschen der Küchenbereich, aber ich denke mir, davor will ich noch mal was über das Feuer sagen. Hier nochmal an Anlehnung der Messer ein Schleifstein. Jetzt das Kit mit den wasserdicht verpackten Streichhölzern mit Alufolie und Frischhaltefolie und den in Harz getränkten Köpfen der Zündhölzer gegen das Abbrechen von diesen und halt gegen das, wenn es schüttelt, dass die halt nicht runterfallen oder nicht abblättern. Da sind so Streichhölzer ziemlich sinnlos ohne Köpfe. Dann normale Streichhölzer, dann ein Zippo, was glaube ich jeder kennt. Das habe ich auch, aber da müsst ihr wirklich mal aufpassen, das müsst ihr ganz oft auffüllen. Das ist eher was fürs tägliche. Überall Streichhölzer kann man auch nehmen. Dann habe ich hier so einen Feuerblock. So sieht das Ding aus. Kann ich absolut nicht empfehlen. Hatte ich einmal verwendet aus Spaß im Wald, im Wind. Erstens kriegt man die ganzen Flocken nicht auf einen Ort, wenn es windig ist. Und zweitens, beim Anzünden fliegt da ganz viel Asche durch die Gegend und verrußt euch, verdreckt euch die ganze Kleidung. So, hier zwei Stücke, mögliche Stücke von Fatwood. Beide selbst gesammelt. Hier noch mit so ein bisschen Spielerei reingebrannt, mein XM-Logo. Ja, könnte man vielleicht auch nicht sehen, weiß nicht genau. Wie gesagt, hier noch ein kleiner Schleifstein zu den Messern. So, ein Fernglas von Tronic, 10x25. Bin ich mir jetzt ganz gut klargekommen, habe ich auch nicht immer dabei, eher wenn ich wirklich irgendwo hingehe, wo man auch was beobachten kann. Dann ein ganz billiges Lidl-Taschenmesser. Jetzt könnte ich es ein bisschen säubern. Bin ich ehrlich gesagt ziemlich überzeugt von, also das ist wirklich, also ordentlich scharf, man kann sich rasieren und das jetzt auch schon über längere Zeit, also es ist gar nicht so schlecht. Es ist recht klobig gebaut, aber dennoch würde ich es nicht für allzu grobe Arbeiten verwenden, weil es einfach doch aufgrund des 10-Euro-Preisbudgets halt doch irgendwie Grenzen hat. Hier eine ganz normale No-Name-Stirnlampe. Ist auch gar nicht schlecht. Muss ich zugeben, habe ich aber auch eigentlich selten dabei, weil ich auch bei Nacht oder zumindest bei Dämmerung immer das Problem habe, dass ich, oder kein, nicht das Problem, dass ich nichts mehr sehe. Also ich sehe eigentlich auch bei Dämmerung ganz gut und meistens verhindert so eine Taschenlampe nur, dass man seine allgemeine Umgebung noch gut wahrnehmen kann. Gerade weil die Augen sich dann an diese Helligkeit gewöhnen und dann, ja, muss aber jeder selber für sich selbst wissen. So, jetzt zum Thema Kochen. Habe ich alles auf meinem blauen Handtuch verteilt. Zum einen der Trangia, dann nochmal so irgendwann so ein selbstgeschnitzter Haken für Töpfe. Dann dieser
gebogene Haken, jetzt mal unter einem anderen Hintergrund, habe ich glaube ich auch mal in einem Video gezeigt, aus der Fahrradspeiche. Ebenso die beiden Sachen aus der Fahrradspeiche, also zwei Haken mit zwei Stangen mit jeweils einem Haken an der Seite dran. Kleine Salzsteuer, was auch immer, finde ich ganz gut, weil Salz kann man eigentlich alles noch irgendwie mit Salz, damit es besser schmeckt. Und ein Feuerzeug mit einer kleinen Lederhülle. Das ist von Big, das ist gar nicht schlecht. Würde ich immer mitnehmen, noch eins im Kocher, weil falls euer normales kaputt ist, habt ihr wenigstens noch was zu warmes zu essen, ja. So, jetzt nochmal kurz einen Bereich, bevor ich jetzt die anderen Küchensachen mache. Hier ist meine Hängematte. Dies ist die Silk Traveler XXL. Habe ich von Globetrotter gekauft. Die war ziemlich gut, oder die ist ziemlich gut, da habe ich auch schon mal was gemacht mit. Wie gesagt, noch ein Stück Birkenrinde. Schnüre nehme ich immer mit. Ganz, das ist so eine Billig-Schnur von einem alten Zelt abgeschnitten und noch ein Stück Schnürsenkel. Das sind immer praktisch, weil die sind immer schon im Bund und zur Not kann man sie halt auch als Ersatzschnürsenkel verwenden. Hier meine Technik, um meine Hängematte abzuspannen mit den Karabinerhaken, habe ich mir in einem Video gezeigt, wie ich das mache. Kann ich aber auch gerne nochmal zeigen. So, und jetzt nochmal weiter zu den Küchensachen. Ich hoffe, euch ist das jetzt nicht alles zu irritierend. Zum einen das das Bundeswehrfeldbesteck oder wie auch immer. Ja, man hat wirklich alles und kann eigentlich essen wie zu Hause, aber das ist gar nicht mal unbedingt mein Ziel, wenn ich draußen bin. Vor allem ist es viel zu schwer und ich brauche auch nicht Messer, Gabel, Löffel, alles so in so einer Hammer-Version. Mit dem Ding, selbstgeschnitzt aus Lindenholz, nachher mit ein bisschen Sonnenblumenöl in der Mikrowelle versiegelt, bin ich bis jetzt immer ganz gut klargekommen zusammen mit meinem Messer. Auf längeren Touren bevorzuge ich aber dennoch irgendwie so ein richtigen Löffel, weil auch einfach wenn man damit längere Tage ist, kriegt man den immer wieder besser sauber. Eine selbstgeschützte Gabel und von Gabel und Löffel sozusagen der Zwitter ist das hier, aus Birkenholz geschnitzt. Hat mich damals total überzeugt, so ein Spork nachzumachen, sorry, aber gerade diese Zinken sind ein bisschen zu dick und die spalten eher die Kartoffeln, als dass man damit essen kann. Also eigentlich nur so ein kleines Gadget, ja. Hier nochmal aus Haselnuss eine Gabel, die ist wirklich zu gebrauchen. Aber zugegebenermaßen habe ich das auch noch gar nicht so oft benutzt. Hier ist mein Messer. Da habe ich auch schon mal ein eigenes Video drüber gemacht. Aber ich kann es trotzdem mal kurz zeigen, falls ihr das andere Video noch nicht gesehen habt. So, jetzt lege ich es mal ohne Scheide wieder hin. Das ist das Grape Hunter von Herberts. Mit selbst eingeschliffener Rille vorne, auch wieder um Töpfe. Mit Drahtbügeln vom Feuer zu heben. Hier kleine Serrations. Die Klinge ist mittlerweile auch eher ballig geschliffen als Flachschliff oder was auch immer davor war. Der Griff ist komplett mit Schnur umwickelt, anschließend noch mit Fahrradschlauch, so habe ich immer Bindematerial irgendwie dabei. Das Messer war wirklich billig, also 20 Euro, aber irgendwie ist es einfach geil, weil zum Beispiel jetzt nochmal ein Rückblick auf dieses, ist mir oft viel zu schade, gerade wenn ich wirklich den ganzen Tag unterwegs bin und auch Moos oder Matsch irgendwie schneide. Es ist ein leichter Stahl, sorry, den kriegt man wieder schnell nachgeschärft und das reicht eigentlich auch aus. Lederscheide dazu, auch natürlich selbst genäht. Mit vorne, zumindest zum eingelegten Keder, reicht eigentlich auch vorne. Und somit bin ich damit auch ganz gut versorgt. Mit dem Messer habe ich auch schon 20 cm dicke Eichenstämme gespalten, also das hält ordentlich was aus. Jetzt ein anderer Punkt ist nochmal hier Gefrierbeutel und Kabelbinder, so fürs Allgemeine. Ein Fahrradreparaturset, ein allgemeines Überlebens- und Reparaturset mit aufgedruckter Telefonnummer, falls mir irgendwas passiert. Hier aus einem Reflektorstreifen für die Hose, dieses nachtbeleuchtenden Kreuz drauf, damit ich es auch bei Dunkelheit finde, nur so als Idee, habe ich auch auf meinen Radtaschen drauf. Nochmal eine große Plastiktüte, gerade bei Regen finde ich es praktisch, dass man auch seine Handys da zum Beispiel reinpacken kann, da hat man immer eine Tüte oder auch wenn man was sammeln will. Trinkflasche, da mache ich immer mit einem Gummiring, mit einer Schlaufe, mache ich mir die Behälter, also die Deckel dran, damit ich die nicht verliere. Also zumindest zum Lagern zu Hause, eine Thermosflasche, dann mein Lidl-Pot mit selbstgemachtem Drahtbügel und Fahrradspeichenhenkel. Da drin ist jetzt nochmal dieser Haken oder dieses Ding, um die Kaffeepads rauszuholen. Zwei Spiritusflaschen, nochmal extra extrem gekennzeichnet. Habe ich auch nochmal so gemacht mit Notfallnummern und allem. Zweite Spiritusflasche für groß. Ein Gaskocher, den ich mittlerweile auch gar nicht mehr benutze. Der ist zwar gut, der hat auch nur 50 Cent gekostet bei einem Flohmarkt. Aber der ist mir einfach so ein bisschen unkalkulierbar, wann er genau alle ist und vor allem hat der auch keinen Windschutz und nichts. Das ist mein Konservendosenteil, sag ich mal, mit dem der Spiritus-Kocher sozusagen vereint oder vervollständigt wird mit den Fahrradspeichen im Zusammenhang. Hier nochmal, wer sich fragt, wer das, was das ist ein Beutel von Zelt
Skiering oder so habe ich auch jetzt in der letzten Zeit manchmal dabei gehabt. Gerade im Sommer, wenn es öfters regnet, finde ich praktisch, dass man da auch wieder alles reinkriegt. Und auch, hier ist auch recht groß, da kriegt man halt auch noch Zunder oder Geld oder was auch immer man trocken haben will. Super rein. So, jetzt noch mein Esgeschirr. Also zum einen dieser Pott, den habe ich ja wie gesagt erst noch nicht mal eine Woche. Habe damit jetzt glaube ich schon 5-6 Mal gekocht auf offenem Feuer, auf Spiritus, auf der Herdplatte, alles. Ist richtig geil, lässt sich gut reinigen. Gibt hier oben auch nicht diesen Dreckrand so, wie ich das gerade sehe. Also es geht alles noch. Sieht es vielleicht dreckig aus, aber es ist eher Ruß, also keine Essensreste. Was bei diesem Ding hier ehrlich gesagt nicht ganz so einfach ist zu reinigen. Und noch von Meru so ein kleiner Pott. Weiß nicht, 0,3 und 0,25. Da kann man halt daraus trinken. Man kriegt die beide, denkt man erstmal nicht ineinander, aber mit einem leichten Druck passen die halt auch gut rein. Hat man halt sozusagen Essen und, also hier würde ich halt mein Essen und da mein Getränk reinpacken, hat man sozusagen beides zusammen, ja. Als kleine Idee noch, ein kleiner Küchenschwamm, so zurechtgeschnitten, kann man halt so zum Putzen nehmen. Meistens reicht Sand und so weiter aus, aber ja. Jetzt nochmal ein kleiner Blick in meine Ausrüstungsecke. Hier sammle ich eigentlich den ganzen Kram in der Kiste. Ich habe das jetzt vielleicht nicht so ordentlich wie manche andere. Und ich muss auch zugeben, dass ich meine Ausrüstung nicht wie, egal, ich will jetzt keinen Namen nennen, da bei YouTube, dass die alle Leute die Messer zum Beispiel in der Vitrine legen. Das halte ich für ziemlich ein Schwachsinn, weil meine Messer sind da, wo ich sie brauche. Ich habe eins im Rucksack, eins in der Radtasche, eins am Körper und so weiter. Das bringt mir nichts, wenn ich die alle in der Vitrine habe. Man kann sich natürlich vor jeder Tour was Neues rausnehmen, aber das ist die Frage, ob das Sinn macht. Also ich verlasse mich ganz gerne darauf, dass ich in jeder Tasche, in jedem Rucksack, sage ich mal, schon eine kleine Minimal-Grundausrüstung habe. Hier nochmal als Ergänzung für meinen Kocher ein Stück Fahrradschlauch mit Schlaufe. Da kann ich alles nochmal zusammenbinden und habe noch so ein Elastik-Schnurstück für eine Steinschleuder im Notfall. Ja, wenn meine Ausrüstung jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Gerade zum Beispiel diesen Feuersachen habe ich natürlich nie alles dabei. Das ist auch Quatsch. Also diesen Block, der ist zwar scheiße, aber der weiß ich, dass der halt irgendwie immer funktioniert. Deswegen habe ich den meistens irgendwo noch drin vergraben. Das Ding ist halt auch eher was wirklich für Notfall. Und das ist vielleicht ebenso. Deswegen meistens halt entweder ein Zippo-Feuerzeug, ein normales Feuerzeug, wie dieses hier zum Beispiel. Noch als zweites oder halt diesen Light My Fire. Ja, weiß nicht, den finde ich irgendwie geil, weil der halt immer funktioniert, aber der Nachteil ist auch wieder, man kriegt zum Beispiel keine Kerze an und so weiter und deswegen ist es halt schon eingeschränkt. So, nochmal abschließend kann ich nochmal sagen, sag ich mal, wo ich den ganzen Kram gekauft habe, falls es euch interessiert. Also diese ist eine Brotdose von Globetrotter. Da drauf ist eine alte Kameratasche. Das ist eine Trinkflasche von SIG, von so einem Nachbau irgendwie. Thermosflasche, weiß ich jetzt gar nicht genau. Das Ding ist von Lidl, dieser Topf. Zwei Spiritusflaschen sind von SIG. Das ist von Campinggas, der Spirituskocher. Konservendose. Das ist der holländische Feldbecher. Meru von Globetrotter. Regattahose. Aldi oder Lidl Poncho. Das Muela Rino habe ich bei eBay, glaube ich, soweit ich weiß, gekauft. Das Schweizer Taschenmesser, das kriegt man eigentlich fast überall. Zippo auch zum Beispiel bei Globetrotter. Karabinerhaken auch bei Globetrotter. Schnur dafür auch bei Globetrotter. Taschenlampe auch bei Globetrotter. Hängematte auch bei Globetrotter, Sitzkissen habe ich irgendwie mal als Werbegeschenk von Sirex oder irgendwie mitbekommen. Messer auch von Globetrotter gibt es glaube ich da gar nicht mehr. Löffel irgendwie vom Billigdiscounter, Holzlöffel natürlich selber geschnitzt aus der Werkstatt und dann noch das Bundeswehrbesteck von einem Onkel, keine Ahnung genau. Alles, das ist finde ich eine Ausrüstung, soweit ich jetzt habe, ist alles noch in einem guten Preisbereich. Also man bezahlt sich jetzt nicht tot und ich finde es eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, ja. So ein paar Sachen, sage ich mal, könnten jetzt noch mit rein. Gerade weil viele Leute sich auch interessieren, was man für Rucksäcke mitnimmt und so weiter. Aber ich denke mir, jetzt haben wir erstmal schon einen Großteil abgedeckt und wenn irgendwelche Fragen sind, würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Anmerkungen schreibt oder vielleicht Verbesserungsvorschläge oder überhaupt, wie ich meine Videos vielleicht noch ein bisschen struktureller aufbauen kann. Ich weiß, bis jetzt ist es noch vielleicht ein bisschen Firlefanz, ja. Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich denke, man hat mich trotzdem ganz gut verstanden. Bis dann erstmal, vielen Dank. Tschüss.